Hey Leute, die 40er hier. So, mal wieder ein Kühler-Vorstellung-Video von mir. Ein Unboxing kann man das eigentlich gar nicht nennen, denke ich mal, weil man kann ja schon sehen. Ne? Ich hasse diese Verpackungen, aber gut. Ah, geht doch mehr leichter, als ich dachte. Auch nicht schlecht. Pushpins. So, der kostet um die 10 Euro. Weil ich den Boxkühler nicht verbauen wollte. Ich finde den hässlich. Darum habe ich jetzt mich für dieses Modell entschieden. So, ich sehe gerade, ich brauche einen Schraubendreher. Den muss ich hier unten abkriegen. Aber im Endeffekt ist das genau so, wie es sein muss auf dem Öl-551-Sockel, den wo ich verbauen werde. Da kommen die Pushpins, die werden hier oben reingesetzt. Erst der Rahmen wird aufgesetzt auf das Board und dann wird hier die Schraube angesetzt, losgemacht und dann wird das einfach hier so ein bisschen festgeklemmt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch der ist, also das sind die Pushpins hier. Ich meine, er dreht bis 2500, ne? Ne, von 14 bis 2800 dreht er. 288 Gramm schwer, PPM hat er. Ja, hier kann man doch, ich hoffe, man kann das jetzt einfangen. Ne? Hier kann man doch sehen, das ist das Board, den Rahmen aufsetzen, die Pushpins rein und dann wird die Schraube hier, genau hier auch wieder festgemacht und angezogen. Also hier auf den Positionen. Also ich denke mal, in dem Fall wird das hier auch außen sein. Oder ist das hier jetzt wie AMD-Variante oder was? Ne, braucht man gar keine, da wisst ihr bestimmt auch wie alt die hier. Weil die unterstützt angeblich alle gegen den Sockel. Wärmeleitpass haben wir schon drauf. Also AM2, AM2 Plus, 3 Plus, AM3, FM1 und 2. Die ganzen Inselsockel natürlich auch. Ach, hier steht's. 51, 51, 55, 56, 775. Ja, ganz so aktuell doch nicht. Ja gut, auf 20er Board will ich das Monster, das Fuzzi-Ding nicht packen, ehrlich gesagt. Das wäre dann doch ein bisschen zu klein. Wo ist jetzt hier was? Ah, die werden noch eingerastet, okay. Mal rausfinden. Ich mag keine Pushpins, aber wie gesagt, für einen 10er dachte ich, kannst du den ruhig bestellen, weil der Boxkühler dann doch ziemlich hässlich ist. Soll nur von 20 bis 32 Dezibel laut sein, plus minus 15% steht hier. Okay. Jo, dann wollen wir mal gucken, ne? Was das für ein Ding so kann. Das ist ein ganz einfaches Ding. Ne? Die Power halt. Ich habe gar nicht erwähnt, wie er heißt, aber können wir auch die Beschreibung sehen. LC Power, wie heißt er denn? Ich habe den Namen vergessen. Cosmo Q, schieß mich tot. LCC95. LCCC95. Oder soll nur 92 mm sein, aber ist egal. Wurscht. Halten wir das Produkt von Kindern fern? Ja, da sollen wir auch andere Produkte fernhalten. Aber egal. Also Deutsch haben wir auch und das ist andererseits Englisch. Ich habe noch nicht ganz erfasst, was jetzt mich betrifft. Das hier. Okay. Wo ist denn AMD? Ach, hier ist AMD. Das gleiche Prinzip. Anscheinend, ach, jetzt verstehe ich das. Das, der Abstand hier ist anders. Bei AMD ist das nämlich ein bisschen mehr zusammen, genau. Oder? Sieht immer so aus. Ich denke mal, ja. Ah, das ist auch verkehrt und das muss dann so drauf gesetzt werden, weil die Pinne nämlich hier unten drunter sind. Ja, mal sehen. Ich denke mal, da wird seinen Dienst zu, weil die
Der Prozessor, der hat nur 54 Watt, das ist der G4560, der Pentium. Von daher dürfte er schon seinen Dienst tun. Gut, dass der Kabel hier so ja, Deutschland fahren mit Italien und so, keine Ahnung. Schlimm, schlimm. Naja, wie auch immer. Okay, Leute. Großes Vorstellvideo, wie gesagt. So, die Höhe hätte ich noch gar nicht. Da muss ich wohl einblenden. Lüftergröße 92x22x25. Der Kühler ist 127 mm hoch. Okay. Man sieht ja selber, dass es nicht allzu hoch ist. In dem Case könnt ihr bis, also der CDR dann bis 160 einbauen. Okay, dann bin ich mal wieder raus. Euer 47er. Ciao, ciao.